Katakombenraserei, na da gehen wir doch gleich nein. Ja, ein bisschen reimen muss ich auch mal. Ah, unser bester Freund, der Murphy. Okay. Oh, wow, wow. Nein, nicht alle. Blooms gekriegt. Aber ich denke mal, einer macht's nicht. Weg. Oh Mann. Springen. Einfach gut abspringen. Perfekt. Uiuiui. Jetzt habe ich halt den Gegner nicht erwischt, aber ich denke mal, das macht nichts. Lass mal die Bombe weg. Okay, der Level geht, sage ich mal. So aus meinem Empfinden heraus. Bis jetzt zumindest. Och nö. Ich beginne aber nicht wieder von vorne, oder? Nee, scheinbar nicht gut. Oh, heiliges Kanonenrohr. Um es mal dezent auszudrücken. Okay, okay. Nein! Doch, ich falle runter. Ich brauche jeden einzelnen Loom. Ja. Jeden einzelnen. Den habe ich. Weg da. Oh, immer schaffe ich es nicht. Ja, immer schaffe ich es nicht, das stimmt. Komm schon. Jetzt aber. Im Laufen muss das gehen, genau. Und jetzt drauf auf ihn. Und rüber gehopst. Runter. Oh, wie kann man schlagen? Warum schlägt er denn nicht? Warum nur? Landing, das. Weg. Ja. Oh. Weg da einfach. Oh Mann. Nein, das war schlecht. Das war dumm. Das war echt so. Nicht so gut. Aber das wird gut. Der Anlauf stimmt. Ich bin motiviert. Ich springe ab. Ich gehe runter. Und ich mache es einfach so. Oh Mann. Weg da. Muss ich nicht. Ja, so geht das. Phew. Was war das? Alter. Oh, ich habe einen Kleinling nicht. Warum habe ich einen Kleinling nicht? Ah gut, ich meine. Ich kann es mir ungefähr vorstellen, warum. Oh ja, das ist gut. Oh. Heiliges. Mieses Kanonenrohr. Ich hab's geschafft. Nein! Seht ihr, zwei Looms fehlen. Nein! Ich gehe da nochmal rein. Ganz egal. Also wie ihr seht, da kommt's echt auf jeden Loom an. Aber ich habe Elysia, oder wie sie heißt, gerettet. Bravo, du hast die Welt Olympus Maximus freigeschaltet. Die Kleinlinge dort brauchen deine Hilfe. Ich gehe da jetzt erstmal nicht hin. Geh nochmal hier rein. Es muss. Der Anlauf muss sitzen. Los jetzt. Gut. Der Anlauf sitzt nicht. Was zur Hölle mache ich denn? Aber egal. Nein. Töte mich. Und jetzt. Gegner. Genau. Runter. Hoch. Runter. Puh. Drauf. Und alle hopp. Gott, ist das mies. Ja, hier geht es doch. Ja, jetzt bin ich wieder hier. An meiner Hassstelle.
wo ich jeden einzelnen Sprung graziös ausführen muss. So geht's auch. So. Nein! Na, egal, das war gut. Das war sehr gut von mir. Weil ich wieder. Ah, töte mich. Komm. So, jetzt. Bin ich der Meinung, ich könnte es bestimmt schaffen. Ich hoffe es zumindest so sehr. Nein! Ich brauche die alle. Warum geht's denn nicht? Davor ging's doch auch. Okay, okay, okay. Ja, hier geht doch. Ich muss nur richtig abspringen. Irgendwie. Und er tötet mich. Nee. Oh ja. So ist es okay. So war's gut. Ja, hier lasse ich es und boom. Oh, alter Schwede. Warum greift er denn nicht an? Aber ich bin wieder hier. Okay, das ist, denke ich, irgendwie machbar. Und ja. Oh ja, perfekt. Perfekt. Oh, wow, wow, wow. Ja, Mann, genau 300. Weil der gibt genau 20 Looms. Ja, 305. Da gibt dann wahrscheinlich sogar mehr. Perfekt. Ja, endlich. Endlich diesen Level geschafft. Oh. Flup, flup. Oh, ich hab ja Glückslose. Das heißt, ich rubbel die Katz. Und ich kriege, was kriege ich? So wie es aussieht, wohl nur ein paar Looms. Und zwar 500. Immerhin. Und ich habe noch ein Glückslos. Und da ist... Oh ja, ein Kuscheltier. Oh, die gibt's ja auch noch. Stimmt. Du gewinnst ein Kuscheltier. Also zurück. Gehen wir hier raus aus diesem ganzen Kabuff. Ich gucke nur mal schnell nach den Loomsies. Nach den Kuscheltieren meine ich. Loomsies. Jawohl. Olympus Maximus. Heroes, Challenges, Kung Fu, Back to Origins, Creatures. Da will ich rein. Ah. Ein komisch aussehendes Etwas. Die sehen hier alle komisch aus. Hier sind die Brokkolis oder sowas. Ne, die Frösche. Hier weiß man nicht, was es ist. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Und hier ist es. Die Geister. Das ist ein Geist. Hier sind die Schweine. Ne? Ja, die Schweine. The Pigs. Okay. Back to Origins machen wir dann später. Erstmal geht's hier weiter. Na, 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 na. Da waren wir, da waren wir. Das haben wir. Feuer Odem erwartet uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao.